Für Star Wars Fans war diese Woche enorm viel los. Nicht nur, dass wir eine actionreiche Folge von The Acolyte sehen durften, nein, es gab auch einige größere Ankündigungen und Star Wars Leaks, die uns so ein wenig verraten, was in der Zukunft der Filme, Serien als auch Computerspiele im Star Wars Bereich so abgehen wird. Das alles jetzt im Video. Damit auch. Hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut, ihr hattet bisher eine wunderschöne Woche und seid bereit, mit in dieses Wochenende zu starten. Wir wollen heute drei fantastische Themen ansprechen, die mal nicht mit The Acolyte zu tun haben. Da kümmern wir uns dann wieder nächste Woche drum, sondern mit drei anderen Star Wars Projekten, die ich persönlich alle sehr spannend finde. Wenn ihr von so etwas nichts mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch einfach den Kanal. Das freut mich riesig und bietet euch die Chance, natürlich nichts mehr Wichtiges zu Star Wars zu verpassen. Außerdem gibt es einige neue Schwertmodelle auf saberbuddy.de. Guckt da mal vorbei und holt euch euer eigenes Lichtschwert. Jetzt aber rein in Thema Nummer 1. Und hier geht es um Andor Season 2. Wir sind uns alle einig, nach der wirklich gut geschriebenen und von Kritikern geliebten Staffel 1 benötigt Cassian Andor in Staffel 2 mehr Freunde brauchen, um das galaktische Imperium zu bekämpfen. Staffel 1 zeigte uns ja schon seine frühen Kämpfe gegen das Imperium und seine ungewöhnliche Rekrutierung in die Rebellenallianz. Und auch wenn das Tempo der Serie nicht für jeden etwas war, so haben viele unglaublich viel Begeisterung an dieser ersten Staffel gefunden. Staffel 2 wird nun die Lücke in seiner Biografie schließen und direkt zu Rogue One führen. Das Ganze wird eingeteilt in mehrere Akte, wobei jeder Akt quasi ein Jahr ist, um dann nahtlos in Rogue One überzugehen. Bei der ACE Superhero Comic Con 2024 erwählte der Cassian-Darsteller Diego Luna, dass bekannte Charaktere aus Rogue One nun auch in Staffel 2 auftauchen werden. Diese Staffel wird also für Rogue One-Fans besonders spannend sein, da sie eine ziemlich neue Perspektive auf den Film ermöglicht. Staffel 2 hat die Dreharbeiten übrigens schon lange abgeschlossen und wird Ende 2024 oder Anfang 2025 auf Disney Plus zu sehen sein. Ich persönlich freue mich unglaublich, auch wenn ich in den Kommentaren sicherlich den einen oder anderen immer wieder finde, der sagt, ne, Andor war für mich persönlich nichts. Für die meisten, glaube ich, spreche ich, wenn ich sage, Andor war ein cinematografisch großartiges Ding, eine Serie, wo sich viel Zeit gelassen wurde für einen guten Storyaufbau. Und da können wir einfach nur froh sein, dass da auch die zweite und damit auch letzte Staffel zu einem Abschluss kommt, der hoffentlich genauso gut ist. Unser zweites Thema führt uns zu einem Spiel, was viele von euch da draußen vielleicht schon in der Kindheit oder Jugend gespielt haben. Die Rede ist von Star Wars Bounty Hunter, ein Spiel aus dem Jahre 2002, wo ihr in die Rolle von Jango Fett schlüpft und für Recht und Ordnung in der Galaxie sorgt und euch auch rekrutieren lasst von Count Dooku, um als Vorlage für alle zukünftigen Klone zu dienen. Dieses Spiel bekommt nun ein Remaster für PS5, PS4, die neue Xbox Series, die Xbox One, die Nintendo Switch, als natürlich auch für den Computer für Steam. Das ganze Spiel beinhaltet wohl Grafikverbesserungen, einen spielbaren Boba Fett sogar, neue Ausrüstung und vieles mehr. Und ja, das Spiel ist halt über 20 Jahre alt und auch die Grafikverbesserungen, die sehen, naja, für heutige Verhältnisse trotzdem ziemlich, sagen wir mal, bescheiden aus. Das ganze Spiel wird wieder einmal remastered von Aspyr. Aspyr hat ja schon andere ältere Star Wars Spiele neu aufgelegt und auch wenn die vielleicht kein Remaster waren, was einen Neukauf unbedingt gerechtfertigt hatte, ist es insbesondere für die Leute, die diese Klassiker noch nicht gespielt haben, eine Möglichkeit, die auch auf den neuen Konsolen oder auf ihrem heimischen Computer einmal anzuspielen. Ich persönlich habe Bounty Hunter damals nur kurz gespielt, da war ich halt 12 Jahre alt, bin ich ganz durchgekommen. Mal schauen, ob ich Zeit dafür finde, wenn ihr das Ganze spielen möchtet. Am 1. August ist es soweit und das könnt ihr zum Beispiel auch beim Sponsor dieses heutigen Videos herunterladen dann sicherlich. Instant Gaming hat dieses Video wieder möglich gemacht. Die sind momentan der Sponsor für dieses News-Format. Also wenn ihr mal dort vorbeischauen möchtet und Spiele deutlich günstiger als im normalen Handel euch herunterladen möchtet, dann kann ich euch das nur ans Herz legen. Auch da gibt es Star Wars-Spiele als auch alle anderen Spiele in ziemlich großer Auswahl. Also einfach mal vorbeischauen. Den Code dafür findet ihr unten in der Videobeschreibung. Zu guter Letzt geht es um den offiziell angekündigten Star Wars-Film, der nach der Sequel-Trilogie spielen soll.
Diesen Monat kursierte nämlich erneut das Gerücht, dass der von Steven Knight, der hat zum Beispiel Peaky Blinders gemacht, zu inszenierende noch unbenannte Rey Skywalker-Film den Titel Star Wars Episode 10 – A New Beginning tragen soll. Naja, dieser Titel taucht nun seit der offiziellen Ankündigung im April letzten Jahres immer wieder auf, wurde aber irgendwie nie von einer verlässlichen Quelle bestätigt. Fans nennen den Film ja New Jedi Order, was offenbar ein Arbeitstitel ist. Ein Bericht behauptete jetzt, dass die Dreharbeiten im September diesen Jahres beginnen würden, was jedoch ziemlich unwahrscheinlich ist, denn mehrerer ziemlich zuverlässiger Quellen zufolge verschieben sich die Dreharbeiten eher auf das komplette Ende 2024, wenn nicht sogar auf Anfang 2025, wegen Problemen mit dem Drehbuch. Lucasfilm, so sagen sie auf jeden Fall, wollen auf jeden Fall sicherstellen, dass das Drehbuch perfekt ist, bevor es weitergeht, und könnte sich sogar vorstellen, sogar einen neuen Autor zu suchen, um Steven Knight zu unterstützen. Was ziemlich gut sein kann, da man hier auf Qualitätskontrolle achtet, was aber auch ziemlich in die Hose gehen kann, denn mehrere oder zu viele Köche verderben den Brei. Für beides gibt es zu viele Beispiele, um da jetzt eine Schlussfolgerung draus zu ziehen. Der Film sollte ursprünglich im April 2023 in Produktion gehen, wir erinnern uns. Doch Streiks verzögerten damals den Start. Ein weiterer Bericht besagt, dass der Film möglicherweise am 18. Dezember 2026 veröffentlicht wird. Lucasfilm nimmt sich aber Zeit, um die Qualität des Drehbuchs sicherzustellen, bevor die Produktion beginnt. Und seien wir mal ganz ehrlich, wenn die damit wirklich Ende des Jahres 2026 aufs Kino treffen wollen, dann ist ein Filmbeginn Anfang 2025 einfach viel zu spät. Was ich euch damit kurz gesagt sagen will, ich denke, dieser Film wird sich verzögern. Dave Filonis Film soll ja 2027, 2028 rauskommen und so zur Zeit von The Mandalorian spielen, um die Serien so ein bisschen zusammenzufassen. Ich sehe das aber momentan nicht so passieren. Ich sehe da momentan zwei Möglichkeiten. Entweder die brechen sich da jetzt ein Lichtschwert aus den Rippen, um das irgendwie Ende 2026 ins Kino zu bringen, was ich persönlich nicht gut finden würde. Ich will lieber ein halbes Jahr oder Jahr länger warten, aber hab dann etwas, was ich mir jahrelang immer wieder gerne anschaue. Oder aber sie nehmen sich wirklich die Zeit und sagen, nee, wir machen das dieses Mal vernünftig, nachdem wir dann doch so viel negative Erfahrungen mit auch mal Scheißprojekten hatten, die nicht gut angekommen sind bei der ganzen Fanbase. Was am Ende des Tages dabei rumkommt, wir werden es sehen. Ihr wisst auf jeden Fall, wie momentan der Stand der Dinge ist. Und was sonst noch aussteht, ist, dass ihr entscheiden müsst, ob ihr das Video mögt oder nicht und mir mit dem Daumen nach oben zeigt oder halt nicht. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um so ein Video nicht mehr zu verpassen. Danke nochmal an Instant Gaming fürs Sponsoren dieses Videos. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein hoffentlich schönes Wochenende. Möge die Macht mit euch sein. Euer Buddy.